alle zusammen. So, dieses Video ist zuerst nur auf Deutsch und dann nur auf Englisch. So, this video will be first only in German and then in the second half only in English. Okay? So, und zwar, ihr könnt mir jetzt irgendwelche Fragen stellen über Deutsch oder über Deutschland und in den nächsten Videos werde ich sie beantworten. Alles klar. So. Also, falls ihr zum Beispiel eine Frage habt über die deutsche Grammatik oder über deutsche Vokabeln oder über die deutsche Kultur oder irgendetwas, dann bitte schreibt die Fragen in die Kommentare. Und ich werde diese Fragen in den nächsten Videos beantworten. Alles klar? Und bitte sucht zuerst auf meinem YouTube-Kanal, ob es schon ein Video darüber gibt. Und wenn nicht, dann bitte fragt in den Kommentaren. Okay, zum Beispiel, eine Frage könnte sein, was ist der Unterschied zwischen Mann und Mann? Und so weiter. Alles klar? Bitte schreibt eure Fragen in die Kommentare, entweder auf Englisch oder auf Deutsch. Das ist beides okay. Und ich werde sie beantworten. So, now in English. I have a little idea of something interactive, so I just want you to ask me questions about the German language or Germany. So you write your question in the comments. And please first search on my YouTube channel if I already made a video about it. If I haven't, you can write the question in the comments and then in the next few videos I will answer it, all right? I will pick the questions which are the most popular. So you can like other questions and so on. Ich werde versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. I will try to answer as many questions as possible. So, and probably I will make one video per topic. Maybe I will also put several topics into one video. Yeah, it depends. So, just ask me anything you want to ask me. For example, I already said this. What is the difference between Mann and Mann, if you want to know this? Or if you want to anything, yeah? Just ask me in the comments and I will answer them. Alles klar? Gut. So, schreib deine Frage in die Kommentare und wir sehen uns wieder am Donnerstag. Tschüss!